Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir standen 14 zu 1, aber ja, ich will es eigentlich fürs Video benutzen. Ich sag's euch jetzt warum, weil in der Stunde Deutschland spielt. Ich muss noch Koffer packen. Morgen geht's für mich einen Tag nach Leipzig, 5,5 Stunden fahren. Wir fahren morgens um 7 Uhr los. Deswegen kann ich die Weekend League auch nicht zu Ende spielen, weil ich erst Dienstagabend dann wiederkomme. Italien, Kroatien steht ja morgen an in Leipzig. Da bin ich im Stadion, deswegen... Jetzt gibt es Rewards, 14 Siege ist okay, 1 von 3 leider nur anstatt 1 von 4. Macht aber nichts, wir haben schon die meisten Best-of-Karten gezogen, wie ein Salah, wie ein Dembélé und wie sie alle heißen. Vorweg, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und gerne mal in die Kommentare schreiben, Deutschland, Schweiz, Prediction. Ich sag ein 2-1 für Deutschland wird es werden. Ich glaube, Schweiz wird auf jeden Fall einen Treffer machen, aber Deutschland holt es am Ende. Ich hoffe, die Rewards werden auch bald wieder geändert, Freunde. Also, die gefallen mir gar nicht. Diese Euro-Picks sind der komplette Müll, die können die komplett weg. Lassen und diese Ultimate Tots Picks braucht auch keiner. Aber am Freitag könnte das Shapeshifter Event starten. Da reden wir dann die Tage drüber. Und da werden dann neue Rewards kommen. Shapeshifter, ich habe es letztes Jahr gesagt, besser als Team of the Season. Und da freue ich mich extrem drauf. Aber okay, komm, schnelles R3 Pack oder Pick. So, die meisten Sets kennt man ja auswendig. Aber vielleicht nochmal eine Überraschung. Das ist Kuli. Ja, Koulibaly. Zweiter Spieler, Golovin. Und da gibt es jetzt nur noch einen Spieler. Hätte ich mal lieber doch bis 16 gespielt, Freunde. Ist ja überschlecht, Digga. Geistkrank. Jetzt backen die Picks wieder rum. Machen wir es mal eben so. Gehen wieder rein. Komm. Den letzten Player-Pick. Wir haben immerhin einen Icon-Pick bekommen. Die werden wir gleich auf jeden Fall mitnehmen. Neuer Icon-Pick. Wurde auch endlich mal Zeit. So, erster Spieler. Ja, Di Maria kenne ich. Dann zweiter Spieler ist wieder Golovin. Bro, wir haben es Juli bald. Und das ist Kacke. Krass, okay, also extrem schlecht. Die Maria haben wir auch schon ein paar Mal gezogen, immer wieder abgegeben. Ich sag ja, Weekend League lohnt sich gar nicht mehr, Freunde. Ich weiß gar nicht, wofür man das noch spielt. Man kann nicht mal die Coins wirklich irgendwie rausholen, weil selbst das Pack ja untrade ist. Aber nicht meckern, egal. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Pack Luck tradable. 100k Pack, Portugal, ZDM. Ist nicht mal ein Walkout. Ja, aber okay, 100k Picks sind sowieso jetzt nicht bekannt dafür, gut zu sein. Sind wir mal ehrlich, die 11.000 Coins nehme ich aber mit. Dann gehen wir rein ins Ultimative. Oder haben wir gar keins bei 14 Siegen? Doch. So, ja, auch nicht gut. Also man muss schon bis 16 Siege spielen, sonst lohnt es sich gar nicht. Da hätte ich mir die Weekend League auch gefühlt komplett sparen können, wenn ich die schon, sage ich mal, nicht komplett zu Ende spiele. Aber ja, diese Woche ist leider nicht drin, Freunde. Was heißt leider? Mir eigentlich relativ egal, sage ich euch ehrlich. Die Rewards sind sowieso nicht mehr so gut, seitdem die neuen da gebracht haben. Dann nochmal 3x85. Auch leider keine Euro- oder Copa America-Karte. Ich würde sogar das neue 600k-Pick öffnen. Ich muss aber sagen, ich habe insgesamt nur noch 800k. Und wenn ich das jetzt öffne, bin ich bei 0 gefühlt mit meinen Coins. So, 4x85 Plus-Pack. Komm schon! Tradable. Hätten die gönnen können. Da hätten wir das Pack ziehen können, Freunde. Aber Rodri vielleicht? No, okay. Ich bin aber zufrieden. Ich kann viel haten, aber ich kann auch EA Props geben. Und hier gebe ich EA Props. Das sind hier gute Spieler, also zumindest gutes Futter. Mit 90er Rating. Den haue ich mal direkt weg. Und dann nochmal das 3er Tots Pack, was letzte Woche Salah gegönnt hat. Deswegen, komm schon, EA Sports. Gönn. Cristiano Ronaldo. Bellingham. Nein, den habe ich schon. Nein, nicht Stanway, hä? Ich dachte Declan Rice. Und dahinter, Nie wieder Weekend League bis 14 Siege. Was ist das denn? What the fish? Alter, war das schlecht. Wir machen die Icon Picks. Ich zeig's euch mal eben, was rausgekommen ist. Das waren die schlechtesten Rewards meines Lebens. Tagesanmeldung nehme ich eben mit. So, Tagesanmeldung nie vergessen, Freunde. Dann machen wir weiter mit... hier, 91 Profi-Wahl. Was haben wir überhaupt drin? Ich habe selber noch nicht ganz gesehen. Okay, wir haben einmal Team of the Year. Cool. Geburtstag. Muss halt irgendwas drin sein, was nicht so gut ist. Und Legenden des Spiels. Das sind die Path to Glory Icons. Zweimal wiederholbar. Also wir werden es auf jeden Fall komplett mitnehmen. 1 von 3. EA Sports. Wir gehen rein. Ein Totzi abgeben. Passt aber. Let's go. Icon Pick numero uno, Freunde. Come on, EA Sports. 91 plus. Ich habe lange um eine gute SBC gebettelt. Und jetzt könnt ihr mir es beweisen, dass ihr es ernst meint hier in der Beziehung zwischen uns. Wir gehen rein, Freunde. Gerne jetzt in die Kommentare. Was habt ihr gezogen? Können die Picks was oder nicht? Wir fangen an. Ist eine Offensivkarte? Ja, nicht so gut. Bin ich ehrlich zu euch. Machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Bergkamp, Food Birthdays. Das ist krass. Aber okay. Hoffnung nicht verlieren. Die Karte sieht schon deutlich besser aus. Und das ist eine Team of the Year Karte. Vira, let's go! Alter, geil. Einfach nur für einen Vibe. Vira, Team of the Year ist stark. Hatte der nicht eine SBC?
Oder war der in dem Pack? Erinnere ich mich gar nicht daran, dass er in dem Packs war. Naja, letzte Karte. Ich glaube nicht, dass die toppen kann. Das ist Schweini. Geisteskrank, Vera. Ich glaube, das war eine SBC, oder bin ich... Oh mein Gott, 1,7 Millionen Coins, Freunde. Let's fucking go. Wir machen es direkt nochmal. Und Player Pick Nummer 2. EA Sports. Come on. Bitte gönn. Wir machen C-Pack. So. Wenn es eine geile Special-Karte ist, machen wir 3 sonst nicht. Wir drücken drauf und gucken uns das jetzt an. Bitte. Erster Spieler oder halt sozusagen der dritte. Food Birthday. Können wir gucken? Schweinsteiger wieder. Also wenn jetzt noch Bergkamp kommt, Scam. Zweiter Spieler, wieder Food Birthday. Blanc und bitte nicht wieder. Wieder Food Birthday, das ist crazy. Also sowas kommt wieder Bergkamp. Das ist krass. Sowas muss Beispiel Real Talk, mir egal ob ich gerade Packlack hatte, verboten werden. Einer hat letztes Mal schon kommentiert, Robby, du hatest zu viel. Was soll ich machen, Freunde? Das Spiel wirklich, das bringt mich oder das macht mich echt fertig. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall hier noch das 7x85 Plus Pack auf. Okay, 7x85 Plus. Hat bei mir noch nie gegönnt. Heute auch nicht, Freunde. Also ich weiß nicht, diese 10x84 Packs, 7x85, bei mir werden die einfach nicht farbig, sage ich mal. So bunt oder wie man die Special-Karten-Farbe auch nennen will. Keine Ahnung, das Event, also die Pack-Rate von dem Event ist sehr, sehr tief. Okay, ich habe mich dazu entschieden, das Pack doch zu öffnen, Freunde. Hier 650k-Pack, 40 Spieler sind hier drin, alle 40, 85 oder höher. Und 3 garantierte 89er und 2 garantierte Schreibegeschichte-Spieler drin. Und einer von denen ist 94 oder höher. EA Sports, zeig mal her. 825 Coins habe ich. 650 gebe ich aus. Offiziell broke. Welcome to the broke club. David? Retalk stark. 96. Was ist das für Rating? Alter, das ist doch bestimmt was wert. Komm schon, ich bin Kanada-Fan ab heute. Auch wenn die schon gegen Argentinien verloren haben. Und Carvajal? 97. Alter, was hat er für Stats? Was ist das denn für ein Pack? Das hat sich gelohnt. Das hat sich sowas von gelohnt. Carvajal kostet 1 Million. Ja, sind wir 980.000. Komm, machen wir den Mio. 980.000, Freunde. Und er kann sich einfach noch upgraden. Ist das krank? Guckt euch mal die Karte an. Wo soll ich denn spielen? Schreibt es mal rein. Dann noch David. 4,5. Wie viel kostet er? 400.000. Über 1,2 Millionen rausgeholt. Dann. Okay, Fratesi kostet nichts. Er wird auch nichts kosten. Oder? Ja, ein 60er oder so. Broja von Albanien. Geiles Pack. Benzema 90er. Sehr viel Futter. Da ist hier noch ein 93er drin. Krass. 97er. Carvajal ist crazy. Krank. Okay, das hat sich sehr, sehr krass gelohnt, Freunde. Macht es, wenn ihr es nachmacht, mit Coins nach. Probiert euer Glück. Nicht mit FIFA Points. Wir haben Juli. So, kauft euch lieber das neue FIFA mit dem Geld und nicht FIFA Points jetzt. Aber okay, ich würde sagen, ich bin erstmal raus. Lasst gerne Like da. Lasst ein Abo da. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal und Peace. Thing, yeah, real, tell her he pussy, he got a sex change.